Hey, guten Tag, der Cracky von Ravioli hier. Mitten in der Nacht mal wieder mit einem kleinen Experiment. Ihr erblickt es vielleicht hier schon in der Front. Was ich gerade tue, grenzt an leichten Wahnsinn. Es ist ein wassergekühltes System, das durchaus, welches ich einfach nur für die Wissenschaft mal live aufgebaut habe. Und es ist wassergekühlt. Ich zeige euch mal kurz hier den Inhalt, was da gerade so läuft. Wie ihr seht, wir haben 70 Grad auf der GPU und die CPU ist gerade bei 94,1. Das ist natürlich ein bisschen warm, keine Frage. Ich glaube, wir hatten gerade auch das erste Mal einen kurzen Drosselmoment. Ja, da sieht es wieder so etwas merkwürdig aus für einen kurzen Moment und da wird dann gedrosselt. Das heißt, wir sind gerade im absoluten thermischen Limit, welches ich jetzt nach roundabout 10 Minuten Dauerbetrieb erreicht habe. Warum ist denn das so krass? Warum ist die GPU denn 70 Grad heiß? Es ist die wassergekühlte RX 480. Ihr erinnert euch, die hier in dem Ding nicht nur ganz knapp wärmer wie 40 Grad geworden ist, overclockt. Die ist jetzt bei 70 Grad und mein 26X ist bei 90 Grad. Oder mehr als 90 Grad. Nun ja, das liegt ganz einfach daran, weil das Ganze nur heiß von einem 80er Radiator gekühlt wird. AlphaCool hat auch Radiatoren im Sortiment mit 80 mm Lüfteraufnahme und entsprechender Größe. Ja, dieser kleine 4,5 cm dicke, es müssten 4,5 cm sein, ja, 4,5 cm dicke Fullkopfer-Radiator kühlt das System hier gerade so. Gerade so ja eigentlich nicht. Natürlich ist es viel zu heiß, 60 Grad ist das höchste aller Gefühle, wenn es um Wasserkühlung geht. Hier die Schläuche sind schon sehr warm und wenn man es hier an die Pulsadern hält, wie man halt auch Wasser fühlt, dann würde ich auch sagen, okay, da steige ich besser nicht rein. Die ganzen Fittinge sind dermaßen heiß, dass ich die lieber nicht weiter anfassen möchte. Hier, wer sich an meine ganzen Wasserkühlungseskapaden erinnert, das sind die Fittinge, wo mir eins geleckt hatte. Da habe ich jetzt neue O-Ringe drunter gemacht. Das sieht auf jeden Fall gerade ganz gut aus. Auch in diesem Extrembeispiel jetzt. Das hier ist der kleine Radiator. Es sind zwei 80er Lüfter dran. Die laufen auch gerade mit Volldampf. Die hört man so ein bisschen rauschen. 1800 Umdrehungen. Kommt hinten natürlich eine wunderschöne warme Luft raus. Und wer sich jetzt fragt, hey, wo ist denn hier die Pumpe? Wo ist das Reservoir und so? Das ist in dem Fall tatsächlich eine AlphaCool Eisbär in der Chrom-Variante. Da ist Pumpe und Reservoir integriert. Das Teil zu befüllen war ein Geduldsakt. Liegt daran, der Ausgleichsbereich ist halt sehr, 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 sehr klein. Und man muss echt aufpassen, wenn man das Ganze befüllt, dass einem die Pumpe dann nicht trocken läuft in dem Moment. Das heißt, im Prinzip macht man kurz das Netzteil an und macht es sofort wieder aus. Also tick-tock, tick-tock, tick-tock. Und man hat halt das Problem, wenn du keinen Radiator hast, der jetzt irgendwie nochmal so ein Abluftventil hat. Das hat dieser hier nicht, der kleine. Dann kriegst du die Luft halt kaum aus dem System raus. Dann habe ich dann erstmal diverse Schläuche auf dem Weg des Loops freigelassen. Sprich, zuerst habe ich dann hier den Schlauch abgemacht, der am Radiator zur Grafikkarte dann geht, weil ja hier ist Auslass. Geht zuerst zum Radi, dann zur Grafikkarte und dann weiter. Und dann, bis der Radiator voll war, dann habe ich den wieder angestöpselt. Dann habe ich hier bei der Grafikkarte freigemacht, bis dann hier Wasser angekommen war. Dann habe ich hier einen längeren Schlauch dran gemacht. Und habe hier ein Stück Schlauch dran gelassen, bis dann da wieder was drin war. Und dann habe ich über den Fillport, der hat ja hier vorne einen Fillport. Ja, man sieht es da, Phil Fultner. Da habe ich am Fillport einen ganz, ganz langen Schlauch dran gemacht, dass ich ja richtig Wasser drin stehen hatte.
und habe dann immer wieder nachgefüllt, beziehungsweise ein und ausgemacht, bis es dann irgendwann gut war. Also sehr, sehr mühselig. Da auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn ihr euch irgendwie, wenn ihr die Eisbär jetzt schon mal irgendwo gesichtet habt und euch gedacht habt, so, hey, das ist doch total cool als Einsteiger, also als Komplettset, vorbefüllt, geil. Wenn ihr es selber als Loop aufbauen wollt, tut euch einen Gefallen und befüllt die Teile, die ihr dort einbaut, händisch schon mal vor, soweit es geht. Sprich, Schläuche dran, erstmal Schläuche abmessen, wie lang müssen die sein? Und dann nehmt ihr nach Möglichkeit das Teil raus und befüllt es so weit, bis ihr dann nur noch die Schläuche anstecken müsst, dass ihr möglichst wenig Luft im System habt und das Ganze dann halt schnell auch weiter entweichen kann. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil so ist es sehr, 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 sehr mühselig. Man muss geduldig sein und dann geht das auch. Wer sich jetzt wundert, warum hier doch so viele Luftblasen im System sind, das liegt ganz einfach daran. Ich habe hier einfaches destilliertes Wasser benutzt und das neigt natürlich dazu, dass da sich entsprechend Luftblasen bilden. Ja, es ist schön warm, auch schön weich geworden, der Schlauch, natürlich aufgrund der Hitze. Ich lasse hier nicht nur den Unigen Valley laufen gerade. Nein, ich lasse das System wirklich maximalst aus. Also zum einen habe ich ja die Grafikkarte übertaktet. Und zum anderen läuft im Hintergrund der X265 Benchmark auf Volldampf. Das heißt, die CPU war jetzt gerade maximal ausgelastet und auch die GPU. Wir machen jetzt mal beides zu. Und dann sollte sich das System so langsam wieder beruhigen. Ja, war einfach mal ein ganzer Spaß. Wäre natürlich soweit interessant für euch. Als Hinweis, das waren gerade 360 Watt. 360, 370 Watt, die durch die Steckdose geballert wurden. Also hinterm Netzteil. Die dann hier halt an Abwärme zu bewältigen waren für diesen kleinen Wasserkühlungskreislauf. GPU-WRM-Temperaturen waren auch bei 115 tatsächlich. Krass, dass das so viel ausmacht. Wenn der Chip selber nicht so super gekühlt wird in dem Moment. Hätte ich jetzt nicht gedacht. WRMs auf dem Mainboard, das waren die, die ich auch mit einblenden lassen. Die waren bei, wo ist es denn? Ich sehe es gerade nicht. V-Core, WRM, 100 Grad in der Spitze. Ja gut, CPU TCTL Wert 94 Grad ist natürlich im absoluten Limit. Ich habe auch den Precision Boost Overdrive aktiviert, das heißt, der Prozessor selber bekommt pauschal auch mehr Spannung ab, als er das normalerweise würde. Der 26X hier. Wo haben wir hier den GPU-Thermalsensor noch? Hier unten sind die WRMs. Und hier oben ist die GPU selbst. So, wir sehen gerade quasi, GPU hat ja gerade jetzt nichts mehr zu tun. Ich denke mal, das wird in etwa die Wassertemperatur sein. Tatsächlich irgendwas im Bereich um die 50 Grad. Ist natürlich viel zu hoch. Keine Frage. Nichtsdestotrotz, ich bin pauschal schon angetan, wie leistungsstark das Ganze dann doch ist im Zuge dessen. Wasser reagiert da natürlich halt immer relativ träge. Ich meine, ich hätte die Schläuche jetzt schön formen können in dem Moment. Bis sich das Ganze dann aufheizt und so. Und dass es überhaupt dieses Maximallast-Szenario gerade überlebt hat ohne Absturz, finde ich schon beachtlich. Also ich hätte mir eigentlich gedacht, dass die Grafikkarte dann irgendwann einen Abgang macht und aussteigt oder halt wir einen Bluescreen sehen und dann Reboot dann entsprechend, weil die CPU so heiß geworden ist. Das hat kurz gefrottelt, man hat es gesehen, es ist halt kurz komplett stehen geblieben. Die lebenserhaltenden Maßnahmen bei solchen Systemen funktionieren halt da auf jeden Fall exzellent. 360 Watt für einen 80er Radiator ist natürlich viel zu viel, ne? So, 46 Grad. Der Schlauch ist immer noch sehr, sehr warm. Abluft hier hinten auch, aber es wird so langsam. Ich habe da auch mit meiner hier Infrarotpistole da mal ein bisschen ausprobiert und ein bisschen was gezeigt und so. Ja, das ist ein richtiger Burn-In-Test. Diese 80er Radiatoren, wie es sie bei AlphaCool zum Beispiel gibt, die sind nicht billig.
Also der kostet mehr als ein 120er mit 6 cm Tiefe. Etwas über 40 Euro kostet der tatsächlich, weil die Frage sicherlich aufkommen würde, was denn dieses Setup hier gerade so in etwa kostet. Ich kann jetzt in etwa auf jeden Fall sagen, dass ich abschätzen würde, wenn man so eine Mittelklasse-GPU overclockt und eine Ryzen-CPU betreiben will, auf jeden Fall einen 240er Radiator braucht. Also ein 240er Radiator, ich denke, dann bist du ganz gut mit raus, um das Ganze dann auch entsprechend gut zu kühlen und eventuell auch ein bisschen weiter zu ärgern in Sachen Leistung. Die Eisbärpumpe macht einen guten Eindruck auf mich. Man hat sie im normalen fliegenden Aufbau deutlich gehört. Das hat sich jetzt aber mittlerweile beruhigt. Man hat bei diesen Pumpen für All-in-One hat man immer das Problem, dass diese über das Mainboard zu hören sein können. Dort eine Resonanz erzeugen und dann halt vibrieren wie blöd. Hier geht es eigentlich. Mag natürlich am offenen Aufbau liegen, wie das Ganze dann hier liegt, dass das relativ gut entkoppelt ist auf dem Mainboard-Karton liegend. Und dass es im Gehäuse wieder was anderes ist. Aber generell, auch der Wasserdurchfluss macht da einen guten Job. Nur wie gesagt, befüllen war trotzdem kein Spaß. Mit einem gesonderten Reservoir ist das definitiv einfacher, viel einfacher, als mit einem direkt aufgesetzten Reservoir in dem Fall. Die gibt es auch in Schwarz. Ich habe mich jetzt mal für die Chrom-Variante entschieden. Hier Kostenpunkt etwas über 50 Euro tatsächlich. Ne? Wenn der Kühlblock, denke ich, der macht einen guten Job, wenn man denn genügend Radiator-Space hat. Hier, man kennt den Kühler hier für 35 Euro. Dann denkt euch noch Schläuche dabei. Das sind jetzt einfache Schläuche, die ich geordert habe bei Schlauch24 tatsächlich. Sind nicht glasklar, man sieht es, die haben so einen leicht leuchtenden Touch und die haben halt auch Reklameschrift drauf. Wer sich daran nicht stört, der kann da günstig Schläuche kaufen. Hoppala. Das ist nur, da seht ihr, da ist so Made in Germany und so und Rehau, was weiß ich nicht was, ist da so drauf vermerkt, so alle paar Zentimeter. Wenn ich nicht drauf hingewiesen hätte, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen. Kann man durchaus machen. Also da kriegt man das Ganze halt als Meterware. Das sind jetzt hier welche mit 10er Innendurchmesser und 16er Außendurchmesser. Die sind ein bisschen humaner, was das alles angeht, wenn man denn auch mal einen engeren Radius fahren will, wie man hier sieht. Ist gut möglich, dass mir so ein 13-10er hier eventuell schon leicht abgeknickt wäre bei diesem Radius hier. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass man das mit solchen Schläuchen dann etwas besser bewerkstelligen kann. Es wird besser. Es wird immer besser. Die GPU ist jetzt gerade bei 35 Grad, was dann in etwa, denke ich mal, unserer aktuellen Wassertemperatur entspricht. Wir haben natürlich gerade keine Last anliegen. Warum mache ich sowas? Keine Ahnung. Weil es sonst, glaube ich, keiner macht. Hier diese 80er Radiatoren sind ja im Prinzip eher für den Industrieeinsatz gedacht. Die gibt es ja dann auch in länger mit zwei Lüftern, also quasi mit 80er Lüftern bestückt, aber dann drei Stück nebeneinander, dann ist das Ding dann so lang. Das ist dann halt eher etwas so für den Servereinsatz, für Höheneinheitensysteme und so ein Kram. Und da kommen dann halt die dicken Pups davor und die jagen dann da richtig Luft durch. Da ist dann auch die Lautstärke natürlich überhaupt kein Problem. Mein Gedanke war eher so, was ist denn, wenn man irgendwie versucht, ein Retro-System unter Wasser zu setzen, ohne da großartigen Heckmeck am Gehäuse noch zu machen? Sprich, dass man tatsächlich so einen Radiator in so ein klassisches Gehäuse, wo zumindest eine Vorkehrung für einen 80er-Lüfter ist, integriert und damit dann versucht, vielleicht seinen Athlon zu kühlen oder so. Ich meine, gut, die alten Athlons, die hatten irgendwie Leistungsaufnahmen in der Spitze von irgendwie 70 Watt oder sowas, was dann damals die Aluminiumblöcke abführen mussten, direkt vom Die aus, was dann halt eine Riesenaufgabe für die war, die dann entsprechend kühl zu halten, weil die auch nicht so warm werden dürfen. Ich denke mal, da hat man dann damit relativ gute Chancen. Man bräuchte halt nur entsprechende Kühlkörper, die das Ganze noch supporten. Ist so eine Spinnerei, die ich mit mir herumtrage. Ansonsten
wäre dieser hier theoretisch auch ein Bestandteil von einem größeren System. Also würde der in Kooperation mit einem anderen Radiator das Ganze dann halt versuchen, vernünftig zu kühlen. Ja, hier 2600X und RX480. Keine Chance. Aber ja, war auf jeden Fall für mich mal eine lustige, erfrischende Angelegenheit. Es macht mir echt viel Spaß und es ist immer wieder faszinierend, wie man sich da auch mal vertut mit Luft im System und dann hält man hier den Schlauch fest und schüttet was nach und denkt, ja, alles klar und drückt hier schon das Netzteil an und dabei schüttet man sich oben aus dem Trichter das Wasser über den Kopf. Also ja, es ist fantastisch, weil gar nichts nachgelaufen ist, weil so viel Luft da drin war. Nachher saß ich hier und habe in den Schlauch gepustet, um dann dort ein bisschen Druck aufzubauen, aber da geht nicht viel. Man kann Wasser nicht so gut komprimieren mit der Lunge. Da geht nicht so viel. Jedenfalls habe ich dann so nach und nach dann hier durch Wenden des Radiators und dann durch Kippen des Mainboards habe ich dann so langsam die Luft aus dem System rausbekommen. Also wie gesagt, es war eine Heidenarbeit, das selber zu befüllen. Nur über den Eisbären. Ja, Eisbär, ne? Alpha Cool Eisbär Solo, genau. So heißt das Ding. Tut euch einen Gefallen. Wenn ihr das so bauen wollt, ich kann verstehen, warum man das macht. Platzsparend, ne? Und relativ günstig auf jeden Fall. Gleich Reservoir und Pumpe und Kühlkörper in einem für knapp etwas über 50 Euro, meine ich. Dann müsst ihr die Klamotten selber vorbefüllen, soweit es geht. Man könnte hier natürlich auch mit den Quick Releases arbeiten, ne? Mit diesen hier. Dass man dann wirklich sich dann hier zwei von diesen hier holt. Und dann halt wirklich die Grafikkarte soweit schon mal vorbefüllt, wie es nur geht. Am Ende schraubt man die Dinger hier drauf. Brauchen wir natürlich wieder entsprechend viele Fittings. Und dann, hoppala. Und dann hätte man halt entsprechend dort die Möglichkeit, das Ganze dann direkt zu verbinden. Und dann hat man halt möglichst wenig Luft im Kreislauf. Genauso kann man es auch beim Radiator theoretisch machen, wobei das natürlich keinen Sinn macht, einen Radiator mit Quick Releases zu versehen, ja. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber nur so als Gedankenspiel. Lasst mich mal überschlagen, was das jetzt hier so kostet. Das sind, wir sagen einfach mal 60. Dann hast du hier über 40 Euro. Das ist ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr. Dann sind wir schon bei 100. Hier haben wir den Kühlkörper für die 480er. Sagen wir auch einfach 40, der ist ein bisschen günstiger. 140. Dann brauchst du die Fittinge. Also der Schlauch kostet wirklich nicht die Welt. Wenn man den günstiger kauft, dann ist man mit 5 Euro dabei für den Schlauch. Dann ist alles cool, den man da braucht. Dann hast du hier 6 Fittinge. Wenn du da dann die einfachen Geraden nimmst und einfach sagst, ach egal wie das aussieht, ich habe Platz genug im Gehäuse, ich kann den Schlauch einfach legen, ab dafür. Dann nimmst du die günstigsten der günstigen, 6 Stück davon. Das sind dann jeweils 3,50 Euro oder so. Bist du halt in etwa bei 25 Euro. Fuffig, ne, 60, 100, 140, 170 Euro. Custom Loop. Das ist so krass, wie schnell das ins Geld geht. Und dann holst du dir nur noch die Dinger hier, dann bist du auch nochmal 20 Euro los für 2 Stück und dann bist du schon bei 200 Euro wieder fast. Also das ist der Wahnsinn. Aber dann hättest du Grafikkarte und CPU unter Wasser. Dann natürlich mit einem dicken 120er Radiator und nicht dem 80er hier. Musst du noch einen Lüfter dazu rechnen. 200 Euro Custom Loop. Billig Variante. Andere Alternativen sind natürlich All-in-One Wasserkühlung. Recyceln, wiederbeleben. Dazu möchte ich euch demnächst mal was erzählen. Bis hierhin bin ich jetzt erstmal wieder raus. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Was pfeift denn jetzt hier? Irgendwas hat ja jetzt gerade das Fiepen angefangen. Und jetzt hat es wieder aufgehört. Man weiß es nicht so genau. Ja, lasst mal Feedback da. Gefällt euch so ein Quatsch, wenn ich den mache? Oder ist das so überhaupt nicht euer Ding? Oder sagt ihr jetzt, hey yo, jetzt hau mal das Zeugs hier mit der All-in-One noch raus. Ich will wissen, was du da getrieben hast. Das ist auf jeden Fall eine erwärmende Geschichte, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall eine spannende Kiste. Ja, ich bin der Cracky, ich bin raus. Wir sehen uns demnächst und tschüss.